Hier ist die Tagessau. Nachrichten, die durchs Dorf getrieben werden müssen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 31. August 2020, Montag. Und ich möchte mal ein paar Eindrücke wiedergeben vom Wochenende. Ich war in Berlin auf der großen Demo. Und als ich abends zu Hause war und mal auf YouTube mir zurückschaute, was haben die Tagesthemen gesagt, dann habe ich nur festgestellt, die benehmen sich, als ob die nicht da waren, als ob die keine Reporte hätten, als ob die nicht recherchieren können. Sie sprachen da von Sachen, die vorgefallen sind, ohne zu differenzieren, bei welcher Veranstaltung die vorgefallen sind, denn es gibt ja in Berlin nicht nur eine Demo. Es gibt viele Veranstaltungen. Die große Querdenken-Demo. Da kann man auch was dran kritisieren, komme ich vielleicht auch noch zu. Aber sie war friedlich. Es wurde auf Deeskalation gesetzt. Die Politik hat vor Gericht eine Niederlage erlitten. Ein Herr Geisel von der SPD-Innensenator hat mit fadenscheinigen Gründen versucht, die Veranstaltung ganz zu verbieten. Und als das vor Gericht nicht klappte, haben sie versucht, so scharfe Auflagen zu erlassen und durchzusetzen, dass die Sache eben dann doch nicht hätte stattfinden sollen. Und sie hatten einen Teilerfolg. Der Demonstrationszug wurde nicht starten gelassen, weil die Leute sammelten sich von der Friedrichstraße bis hinters Brandenburger Tor, eigentlich auf einer viel größeren Fläche als am 1.8. Und im vorderen Bereich, wo ich gar nicht hingekommen bin, da sollen die Leute so dicht gestanden haben, dass die Polizei sagte, wenn ihr so dicht steht, dann dürfen wir euch nicht loslaufen lassen. Zwischenzeitlich gab es mal Aufzüge von Polizei, wieder Abzüge. Man wusste nicht genau, was passiert jetzt. Und man wusste im hinteren Bereich jetzt auch nicht, warum darf man nicht ziehen. Sind so viele Antifanten da? Ja, gegen Faschismus, glaube ich, waren die meisten Teilnehmer dieser Demo eingestellt. Aber zwischen Faschismus und Antifaschismus, das ist ja so ähnlich wie Materie und Antimaterie. Beides ist Materie und das andere. Denn Leute, die gegen Faschismus sind, sind gegen Druck und Gewalt. Sie äußern sich friedlich. Und diese Friedlichkeit, die habe ich auf der Querdenken-Demo erlebt. Als dann die Demo nicht stattfinden konnte, sind die Leute langsam rübergelaufen Richtung Straße des 17. Juni und haben dort im Tiergarten mit den Seitenzulaufstraßen die Fläche gefüllt. Und es waren so viele, dass auch dort die Gruppen auseinandergebracht werden mussten. Das hat aber dort besser geklappt, weil dort die Lautsprecheranlagen, die Möglichkeit mit den Leuten zu kommunizieren, besser waren. Und weil dann diese Teams besser organisiert waren, die zu den Clustern gingen und mit den Leuten sprachen. Das war nicht immer einfach. Auch die aufgeweckten Leute sind nicht unbedingt immer in allen Lagen die hellsten Leute. Das habe ich auch in Berlin 1990 auf einem Schlüsselerlebnis am Katholikentag erfahren. Aber das zeigt, wie Menschen funktionieren. Ich bin aus der S-Bahn rausgegangen, weil laut Plan war der einzigste Weg zum Olympiastadion, wo die Schlussmesse war, die U-Bahn. Also ging man aus der S-Bahn raus, wollte Treppe runter zur U-Bahn und schon am S-Bahnsteig stauten sich die Leute auf der Treppe. Es war also, man hätte wahrscheinlich eine Stunde gebraucht, um bis zur U-Bahn zu kommen. Und dann kam eine klar verständliche Durchsage, dass man wegen Überlastung der U-Bahn S-Bahnen zum Grunewald einsetzt und von dort Busse zum Stadion fahren werden. Ich war schon mitten auf der Treppe Richtung U-Bahn, also vom Bahnsteig runter die erste Treppe. Und die Leute drückten weiter, trotz der Durchsage. Die Durchsage wurde immer hektischer. Leute, jetzt hört doch mal zu. Ihr habt Alternative. Ich musste mir also die Ellbogen fast schon rausholen, um mir wieder den Weg zurückzudrücken, durch die drückende Masse auf den Bahnsteig rauf. Es hat keiner zugehört. Und dann bin ich mit einer halbleeren S-Bahn zum Grunewald gefahren und mit dem Bus mit gut Platz zum Stadion. Und ich habe mich gefragt, wenn so eine klar verständliche Botschaft die Masse der Menschen nicht erreicht, wie soll es dann auf Dauer eine gute Entwicklung nehmen? Ähnliches war bei der Querdenken-Demo da passiert.
Es mussten erst massiv Ordner ausschwärmen, weil die Leute, die sich den schönen Platz vor der Bühne geholt hatten, aber nun schön war, kann man sich auch streiten, ja, die mussten erstmal dazu gebracht werden, dort wegzugehen. Aber die Organisatoren haben es dann doch geschafft, sodass die Veranstaltung klappen konnte. Ich selber hatte eine sehr kurze Nacht, ich war auch ein bisschen müde und ich habe es vorgezogen, seitlich im Tiergarten, nämlich in den Wald hinzulegen. Da hatte ich genug Abstand, da hatte ich genug Platz und konnte trotzdem für mein Mikro von meinem Tablet-Computer die ganzen Reden mit aufnehmen und festhalten für weitere Leute. Also es geht, wenn man ein bisschen will. Man muss nicht vor der Bühne stehen. Es geht bei der Demonstration darum,